Das war ein langer Workshop-Tag, aber jetzt bin ich fast fertig. Meine Flipcharts wollen noch in eine Ergebnisdokumentation überführt werden. Ich brauche ein Protokoll. Wenn ich das gemacht habe, dann geht's ab nach Hause. Es ist ja kaum zu glauben, dass wir vor einigen Jahren noch große Flipchart-Kameras gebraucht haben, um so eine Funktion zu erfüllen. Heute mache ich das ganz einfach mit meinem Smartphone und einer dafür gedachten App. Die App, die Sie dafür brauchen, heißt Office Lens. Es ist ein Produkt von Microsoft, das dazu geeignet ist, Bilder im Raum aufzunehmen. Flipcharts, die an der Wand hängen, Whiteboards, Pinnwandinhalte, Präsentationen, die an die Wand geworfen werden. Die kann man mit dieser App aufnehmen, entzerren, das Bild verbessern und so relativ schnell eine Flipchart-Dokumentation, ein Ergebnisprotokoll sozusagen erstellen. Wie funktioniert das? Ich zeige es Ihnen gleich auf meinem Smartphone. Die Kamera ist sofort aktiv, wenn ich die App starte und ich halte einfach auf das Flipchart, das hier hängt an der Wand. Die Kamera kann noch nicht scharf stehen, ich tippe kurz drauf und schon ist das Bild auch scharf. Und Sie sehen einen Rahmen, der zeigt, dass die Kamera, das App bereits weiß, was hier das Objekt ist, das ich eigentlich fotografieren möchte. Ich klicke auf das Aufnahmesymbol und binnen kurzer Zeit habe ich hier eine Aufnahme, die verbessert ist im Hinblick auf Lesbarkeit, also Helligkeit und Kontrast erhöht, automatisch beschnitten und entzerrt wurde. Ich kann, wenn ich möchte, hier noch beispielsweise den Beschnitt ein wenig ändern, indem ich manuell diese kreisrunden Eckpunkte des Auswahlfeldes ziehe und mit dem Haken nochmal bestätige und dann habe ich eine leicht veränderte Aufnahme. In der Speicheransicht kann ich den Namen der Datei des Bildes noch ändern, wenn ich möchte. Ich belasse den Zeitpunkt der Aufnahme, aber ich schreibe hier zum Beispiel Feedback rein, weil es in dem Flipchart um Feedback ging. Wähle dann aus, wie ich und wo ich diese Datei speichern möchte. Ganz unten fange ich an, da habe ich hier Katalog schon angehakt. Das heißt, das Bild wird auf meinem Smartphone im Bilderordner gespeichert. Ich kann es aber auch gleich in ein PDF verwandeln, ein PowerPoint. Und was für mich sehr hilfreich ist, ist die Funktion OneDrive. Das ist der Cloud-Speicher, also der Online-Speicher, den mir Microsoft mit meinem Microsoft-Konto zur Verfügung stellt. Das ist sehr praktisch, weil wenn die Datei mal in diesem Cloud-Speicher ist, dann wird sie automatisch beim nächsten Hochfahren meines Computers auch wieder synchronisiert und ich habe sie auch dort zur Verfügung, ohne extra nochmal die Datei überspielen zu sollen. Klicke rechts oben auf Speichern und schon ist das Bild angelegt und Sie sehen hier auch ganz oben, es ist gespeichert in der OneDrive, aber auch hier lokal. Wenn ich hier nochmal draufklicke auf mein Bild, dann kann ich es auch gleich noch versenden. Über WhatsApp, über Facebook, über E-Mail, Google Drive, was auch immer, welche Dienste ich zur Verfügung habe, um mein Bild zu teilen. Das geht dann ganz schön flott und ich habe sozusagen dann auch meinen Teilnehmerinnen oder Interessenten, die das brauchen, auch zugeschickt. Der Vorteil und auch der Nachteil von Office Lens ist, wie schon erwähnt, dass ich dafür ein Microsoft-Konto brauche, wenn ich den vollen Funktionsumfang des Programms nutzen möchte. Alternativen, die habe ich hier nochmal für Sie auf dem Schirm. Cam Scanner ist eine App, die sehr, sehr hilfreich ist, wenn man Flipchart-Protokolle erstellt und die auch ein wenig mehr bearbeiten möchte. Das Programm kann wesentlich mehr als Office Lens, dafür aber dauert auch die Einarbeitungszeit ein wenig länger. UCam Snap ist auch ein sehr einfaches Tool, allerdings ohne jegliche Cloud-Speicher-Integration. Bei Office Lens schätze ich einfach, dass es ganz, ganz einfach gestrickt ist, dass man die wesentlichen Funktionen hat, die man braucht für ein Flipchart-Protokoll, aber auch nicht mehr. Jetzt ist es an Ihnen, Ihr Smartphone zur Hand zu nehmen. Installieren Sie sich Office Lens, probieren Sie es aus, machen Sie ein Foto eines Flipcharts oder eines anderen Dokuments, speichern Sie es ab, benennen Sie die Datei um, so wie Sie das möchten und schicken Sie es jemandem zu. Damit haben Sie dann die Funktionen auch im Wesentlichen sich schon angeeignet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß damit und freue mich, wenn wir uns bei einem weiteren Video wiedersehen.